frisch gegrillte Hähnchen. Krass. Was hier im Wald? Da würde ich nämlich als nächstes fragen, wie kommt er da rein? Ja, wenn das so billig ist, kannst du überall mit hin, praktisch, ne? Mein Essen ist immer auch daheim. Ja, richtig. Und das sagen sich bestimmt auch. Hallo und willkommen zum nächsten Motorvlog. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir wieder unterwegs. Was war ein bisschen? Jetzt nicht wohin? Da gucken wir mal, was draufsteht. Oh, fahren wir nach rechts. Ja, ne? Tati, ich wollte nach rechts fahren. Okay, oh, super. Heute frisch gegrillte Hähnchen. Krass. Was hier im Wald? Hier, da war ein Schild dran. Frisch gegrillte Hähnchen. Hier im Wald, also verkauft eine frisch gegrillte Hähnchen. Wir sollen das holen. Der Förster kauft eine frisch gegrillte Hähnchen. Oh wei, oh wei. Wie kommt man denn auf sowas? Tja, da fahren wir besser mal zurück und fragen. Ja, ne? Aber wem? Da ist ja keiner. Da war ja keiner. Naja, man weiß es nicht. Vielleicht steht der auch hinter dem Baum oder so irgendwo. Hat sich da versteckt oder so. Vielleicht ist das ein Hähnchendealer oder sowas. Fehler, weißt du denn? Ja, geklaute Hähnchen verkaufen. Ja. Weil es schon verdächtig, wenn man das mitten im Wald macht. Ne? Ja. Oder? Das ist sehr verdächtig, sowas. Ja, ja. Da kommt das Gesundheitsamt nicht dahin und das Finanzamt kommt nicht hin und die Gewerbeaufsicht und überhaupt. Ja. Und Konkurrenz gibt es dann auch keine, also hat man da seine Ruhe. Verkauft man das schlichtweg im Fall. Oh Mann. Jura, nee, also, die Leute. Sind wir mal wieder auf dem Weg zum Zuhälter, ne? Wohin? Was? Wohin? Ich verstehe. Auf dem Weg zum Zuhälter. Ach so, zum Zuhälter. Ja, ja, am Puschel und so. Ja. Unser Wort des Jahres, das Jahr ist noch gar nicht um, ne? Nein. Wir müssen noch viel öfter darüber reden. Wir reden zu wenig über den Puschel. Müssen wir in jedem Video müssen wir darüber reden, Mann. Okay. Können wir gern tun. Irgendwas erzählen über den Puschel, wie der so ist und so weiter, wie er sich anfühlt. Das weiß ich nicht. Ach so, weißt du nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade immer in der Nase juckt. Der ganze Puschel, du hast den ganzen Puschel Nein. in der Nase? Jahre! Der wäre ja auch ein bisschen viel, also ich weiß nicht. Also ich meine, der ist ja schon klein, der Puschel, ne? Für so ein Mikro, aber den ganzen Puschel in der Nase, ne, ich weiß noch nicht. Nee. Da würde ich nämlich als nächstes fragen, wie kommt er da rein? Yep. Das wäre dann die nächste Frage, ne? Und dann die nächste, wie kommt er wieder raus? Das stimmt. Das sind alles so wichtige Fragen im Leben, ne? Das muss man sich stellen, ne? Wie rein, wie raus, ja. Lebensnotwendige Fragen, ja. Fragen, ja. Ja. Wo kommen wir sonst dahin, wenn wir gar keine Fragen mehr stellen? Ja, das weiß ich auch nicht. Nicht weit, würde ich sagen. Das Motorrad ist bestimmt auch durch Fragen entwickelt worden. Entstanden, ne? Wo die Leute sich immer wieder Fragen gestellt haben. Ja. Die Frage ist eines der wichtigsten Dinge des Gedankens und des Sprechens so. Weil man durch Fragen Informationen bekommt. Ja, damit wird man schlauer. Mhm. Ja, die erste Frage ist dann immer, was mache ich damit? Was ich denn vor mir liegen habe, ne? Was kann ich damit machen, würde ein Wissenschaftler denn fragen. Schnell! Rechts, fahr rechts. Schnell! Nein, ich muss erst mal abwarten hier. Überher. Siehst du, da kommt schon eine Krankenwagen. Ja, jo. War ich ja gerade richtig. Weil der Krankenwagen kommt? Ja. Ah. Meinst du, nimmt dich mit, oder wie? Wenn ich nicht aufgepasst hätte, ja. Eieieiei. Naja, man muss halt aufpassen, das geht nicht anders. Ja, ja, deswegen bin ich auch stehen geblieben. Ja, muss man immer. Und jede Kreuzung muss verstehen, wenn man guckt. Ja, guck mal, wie süß die Kleinen da. Jo, oh. Oh.
möchte aber auch gerne in den Urlaub fahren. Mhm. Ja, da gucke ich auch ab und zu mal auf einen Kanal, die versuchen extrem billig zu campen, weißt du, die kaufen sich die Sachen gar nicht. Oh, okay. Das heißt, die kaufen sich schon Sachen, ne? Die klauen ja nicht. Ja. Aber die kaufen sich zum Beispiel keinen Brenner oder sowas, ne? So Kochdinge. Ja, genau. Sondern die machen das aus bestimmten Geräten und Teilen und so weiter, basteln sich was, ne? Und das ist sicher, ne? Wenn du das so siehst. Das ist genial, echt. Die haben sich echt Gedanken gemacht. Ja. Und die zeigen das anderen Leuten, wie man extrem billig Urlaub machen kann. Finde ich toll. Die haben auch so ein Fahrzeug, weiß gar nicht, was das ist nochmal. Ja. Das ist nichts Großes, ne? Auch alles klein, wie gesagt. Da sind die denn wochenlang unterwegs, oder? Also richtig geil. Finde ich auch toll. Würde man auch mal machen. Ja, wenn das so billig ist, kannst du überall mit hin, praktisch. Ne? Mein Essen ist immer auch daheim. Ja, richtig. Und das sagen die sich bestimmt auch. Ja, ist doch so. Ja, das ist auch genial. Das kann man dann auch mal so, so als Motorflop machen und so. Ach, das ist ja toll. Ja. Kleine Bussi umgebaut. Ja, muss vielleicht noch gar nicht. Du kannst dir so einen Peugeot Partner oder sowas holen, ne? Wow, das würde auch schon gehen. Das ist mega klein, was die haben, ne? Das funktioniert. Gibt ja auch hier so Luftmatratzen für den Kofferraum. Mhm. Das ist dann wie ein Bett. Ja, siehst du? Ja, das kann man hinten reinmachen und ja, genau. Naja, ehrlich gesagt, die erste Nacht schläft man natürlich nicht, aber irgendwann geht das dann her, ne? Ist ja alles fremd und ungewohnt. Ja. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, sowieso, dann ist der einfach. Ja. Dann hast du nur noch Spaß. Da steht ein Zebra. Ui. Hast du gesehen? Nee, ein Zebra steht da dran. Der hat auch gegrüßt, siehst du. Ja. Aber auch uns beide, ich geb's zu. Na Gott sei Dank. Ja, aber. Rechts oder geradeaus? Ja, was sagst du? Rechts. Sag du das, bestimmt du ruhig. Fahr mal wieder dieselbe. Wenn ich geradeaus sage, weißt du, dann. Ja. Nur die Meinung nicht ändern, das wäre vorteilhaft. Am besten. Wenn man dabei bleibt und dann sagt, okay, ich fahre rechts und dann fährt man auch rechts und so, weißt du? Ja. Das ist halt vorteilhaft, das hat gewisse Vorzüge, die man nicht von der Hand weisen kann, weißt du? Ja. Okay, dann machen wir hier wieder Feierabend. Und schön, dass ihr dabei wart, dass ihr reingeschaut habt. Ja, schaut doch mal nächstes Mal wieder rein. Schön abonnieren nicht vergessen und liken und lasst doch einen Kommentar da. Darüber würde ich mich mega freuen. Schreibt doch rein, was man besser machen kann oder schlechter. Könnt ihr alles reinschreiben oder einfach mal grüßen oder. Bis zum nächsten Video. Tschö mit Ö.